vorstellen. Ich bin Max Hönow. Ich bin gelernter Fotograf. Ich habe damals in Aachen meine Ausbildung gemacht als Fotograf, bin danach ein paar Jahre bei der Bundeswehr gewesen, habe Luftbildfotografie gemacht und technische Fotos für die Flugzeugwartung. Anschließend bin ich ein Jahr lang in Hamburg gewesen auf der Bundesfachschule für Fotografie und habe dann auch da mit meinem Meister abgeschlossen. Und wie kam das jetzt zu dem Narren? Wir haben 1981, habe ich mal auf einem kleinen Markt in Düsseldorf-Kaiserswerth eine Musikgruppe kennengelernt, die merkwürdige Kostüme anhatte, seltsame Instrumente gespielt hat und absonderliche Musik gemacht hat. Wir haben damals, das war meine Frau Babs und ich, wir haben damals einen Nagelbalken in Düsseldorf-Kaiserswerth gestaltet. Das ist das hier. Ja, diese Musikgruppe, die war sonderbar. Diese Musikgruppe hatte noch einen Schauspieler und einen Regisseur dabei. Das war der Amerikaner Phil Adamo. Der hat mit den Kurzweilern zu dieser Zeit dieses Rollenspiel eingeübt, was damals komplett neu war und sensationell war. Früher gab es nur die konzertante Musik. Musikanten standen auf der Bühne, haben ihr Repertoire abgespielt. Und diese Leute, die lebten die Figuren als Spielleute. Das war damals Ike Anschütz, Barbara und Hermann Degener, Harald Peinske und letztendlich auch Jürgen Körber. Der Jürgen Körber hatte damals schon mit einer anderen Gruppe zusammengespielt. Das war die Gruppe Opladin. Das war der alte Name für die Stadt Opladen. Das war damals auch der Rolf Westenberg und die Marina Pöhl oder Pohl als Tänzerin. Der Rolf Westenberg war damals der Erste, der einen deutschen Dudelsack entwickelt hat, den der Jürgen heute zum Leidwesen vieler immer noch spielt. Da ich Gitarre spielen konnte, war ich mit meiner Laute bei den Kurzweilern immer eine gute musikalische Ergänzung. Ich habe damals mit Musik, mit Zauberei, mit Jongliere und mit Feuerspucken sehr schnell meine eigene Narrenfigur entwickelt, und zwar als stummer Narr. Die Rotgekleideten da vorne. Ja. Rhetorik und Sprache waren nie so richtig meins. Und neben dem wortgewaltigen Herrn Walter von der Pferdeweide hatte ich verbal eh keine Chance, mit ihm zu konkurrieren. Deswegen habe ich festgestellt, dass ich mit meinem Publikum ohne Sprache fantastisch kommunizieren konnte. Wir haben dann eine Zeit lang geprobt als Musikgruppe Kurzweil in Petzeifen, in einem kleinen oberbergischen Ort. Und Petzeifen, das ist genau der Grund, wo Herr Walter von der Pferdeweide seinen Namen her hat. Pet, das Pferd, und Seifen, die feuchte Wiese, also Pferdewiese, Walter von der Pferdeweide. Daher kommt der Name Walter von der Pferdeweide. Und wir haben dann nach einigen Proben, haben wir 1982
1982 einen Verein gegründet, der nannte sich damals schon Kramer, Rei und Kurzweil. Und wir wollten damals als Musikgruppe uns einen Rahmen schaffen, einen lebendigen Rahmen, auf dem damals diese Musik gespielt wurde, auf den Gassen, auf den Festen, auf der Straße, bei der Hochzeit. Und dafür haben wir uns dank unseres Freundes Gunther Schneider, der Bruder meiner damaligen Frau Babs, der hatte einige Stände auf den Flohmärkten rekrutiert, die bereit waren, sich dann mittelalterlich zu verkleiden und dann in unserem Rollenspiel so ein bisschen mitzumachen. Und schon bei unseren ersten Auftritten mit Kurzweil war mir klar, dieser Narr ist stumm und er bleibt auch stumm. Weil ich merkte, dass ich mit Körpersprache mit meinem Publikum hervorragend kommunizieren konnte, habe ich mich in der Richtung weitergebildet. Das war zum einen mit meinem holländischen Freund Susu und mit dem Kölner Pantomim Mehmet Fistik. Mit denen habe ich über Jahre Kurse in Köln gemacht. Und es wurde immer spannender, ohne Sprache mit den Leuten zu kommunizieren. Weil das schönste Kompliment bei unseren Auftritten oder nach unseren Auftritten war dann, wenn Leute zu mir kamen und sagten, sagen Sie mal, können Sie wirklich nicht reden? Dann sage ich immer, nein. Und dann dauert es eine Sekunde und dann haben sie es geschnallt. Sprache ist Ausdruck des Geistes und Körpersprache Ausdruck des Herzens. Der Körper lügt auch nie. Deswegen war es gar kein Problem, mit den Leuten zu kommunizieren. 1983 dann haben wir mit Kurzweil die ersten Bankette begleitet. Und zwar auf der Burg Guttenberg mit dem Klaus Fensloff. Klaus Fensloff war damals der Leiter der Adlerwerke auf der Burg Guttenberg und der hat aus England diese Art der Bankettbegleitung mitgebracht auch zu uns nach Deutschland. Im Laufe der Zeit hat sich Jürgen dann daraufhin seine eigene Konferenz entwickelt und wir haben dann kurze Zeit später unsere eigenen Bankettveranstaltungen mit Kurzweil gemacht. Und das war dann so erfolgreich, im Rahmen der Reihe Gast im Schloss wurden wir von einer Burg, von einem Schloss zum anderen gereicht. Das war dann der Zeitpunkt, wo ich mir sagen musste, mein eigenes Fotostudio in Köln, ich habe noch gar nicht mehr die Zeit, mich da um meine Kunden zu kümmern. Wir hatten so viele Auftritte und weil ich meinen festen Beruf hatte, konnte ich das Risiko eingehen, für ein oder zwei Jahre einfach mal als Künstler leben zu wollen. Dass daraus über 40 Jahre geworden sind, hätte ich mir natürlich damals nie denken können. Später kam dann noch Lorena als Tanzwieb zur Gruppe Kurzweil dazu. Carsten Wolfewitz als Bruder Ingbrand von Altenberg und Matthias Ahring als Sen Pusterbalk von Kollenrade. Wir hatten sogar eine Zeit lang unser Büro und die Gasterei auf Schloss Homburg. Mit dem Koch, damals dem Günther Ziegmund, haben wir auch dieses fantastische Foto damals in der Gasterei gestellt. Auf diesem Bild ist natürlich nichts, aber auch keine Geste dem Zufall überlassen. Jeder wusste genau, was er zu tun hatte. Im Nachhinein weiß ich, dass die Zeit mit Kurzweil, das war damals so die Goldgräberzeit für unser neues Mittelalter. Wir konnten auf einmal als Künstler davon leben. Das war fantastisch. Und damals hätte ich mir nie gedacht, dass ich nach 40 Jahren immer noch die Narrenkappe trage. Eine fantastische Zeit. In 1991 haben dann Lorena und Carsten Wolfenwitz, wir haben Anno Domini gegründet. Mit höfischer Musik der Stauferzeit, also des 13. Jahrhunderts. Wir haben damals hauptsächlich auf der Burg Altena im Sauerland die höfische Tafelrunde eingeführt. Wir wollten damit dem in Verruf gekommenen Rittermahl etwas
mehr Niveau entgegensetzen. Bei den Rittermahlen hieß es damals immer, Gäste, Mägde antatschen, saufen und fressen, Knochen nach hinten werfen. Somit ist das Rittermahl in deutschen Landen sehr in Verruf geraten und wir wollten einfach eine höfische Tafelrunde dagegen setzen. Für unsere geplante CD von Anno Domini habe ich mir damals ein Instrument bauen lassen, und zwar eine sogenannte Zitole mit einem kleinen Dach auf dem O, und zwar vom Geigenbaumeister Ernst Käshammer in Fußgönheim-Maxdorf. Ein schweres Wort. Dieses Instrument ist zeitlich da angesiedelt, wo sich zum einen die Gitarren oder die Gitarren und die lauten Instrumente getrennt voneinander weiterentwickelt haben. Ich durfte damals mit Genehmigung des Domkapitels in Aachen sogar meine Zitole und Carsten seine Harfe an den Kaiserthron im Aachener Dom lehnen, weil nämlich der Höhepunkt unserer Laufbahn mit Anno Domini war unser Konzert im Aachener Dom. Damals allerdings nicht mit Dorina, sondern mit Conny Fuchs. Ab 1986 habe ich dann mit der Musikgruppe Ludus Venti mitgespielt. Das waren damals Andrea Schmiedeberg-Bartels und der Dr. Ulrich Bartels. Das waren echte Musiker. Die hatten Musik studiert. Ich habe mich dann immer bemüht, mit Fanfare, Dudelsack, Krummhorn und Gemshorn mitzuspielen. Habe auch sehr viel gelernt, aber ich habe mich nie getraut, die ersten Stimmen zu spielen. Das habe ich immer den echten Musikern überlassen. Mir hat es schon gereicht, mit richtigen Musikern zusammen spielen zu dürfen. Ich würde mich deshalb auch nie als Musiker bezeichnen. Es ist ähnlich wie ein jemand, der mit seinem Smartphone schöne Bildchen macht. Er sollte sich aber nie als Fotograf titulieren. Musik, Pantomime und Fotografie hat irgendwas mit Gefühl zu tun. Wenn Musik nur akademisch abgespielt wird, hat sie keine Seele. Und selbst wenn schon mal ein Fehler passiert, selbst bei der Vielseitigkeit mit meinen Instrumenten, einem Narren verzeiht man sehr schnell auch seine Fehler. Der Jongleur muss gut sein. Der Musiker muss gut sein. Auch der Zauberer muss gut sein. Ich musste nie gut sein. Mir hat das Mittelmaß gereicht. Deswegen habe ich mich auch gerne als Multidilettant bezeichnet. Ein weiterer Schwerpunkt für meine Auftritte waren die Auftritte im größten deutschen Ritterturnier, und zwar in Schloss Kaltenberg bei seiner königlichen Hoheit Prinz Luitpold. Mein erster Auftritt war 1985. Und in Kaltenberg hat damals ein guter tschechischer Freund, der Libor Dänemark, eine Marionette von mir geschnitzt, in der Größe, genau mit meinen Farben und mit meinem Gesicht. Das war so faszinierend. Ich wollte aber jetzt nicht als Narr mit meiner eigenen Marionette rumlaufen. Ich habe daraufhin den Libor gebeten, du Libor, tu mir einen Gefallen, schnitz mir doch bitte oder mach mir mal einen König, eine Marionette als König. Die Idee war einfach, normalerweise hielt sich ja der König einen Narren. Und ich bin der einzige Narr, der sich einen König hält. Und habe damit die Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, wer bei Hofe wirklich die Fäden in der Hand hält. Und inzwischen ist diese Königsmarionette, die natürlich dann in Augenhöhe mit den Kindern kommuniziert, ist inzwischen der Liebling der Kinder geworden und der heimliche Star in Kaltenberg. Ich wusste genau, dass diese Frage kommt. Was fasziniert dich so an der Figur des Narren? Das war ursprünglich eigentlich die Narrenfreiheit, die er hatte. Der Narr durfte tatsächlich mal dem Bürgermeister in den Hintern treten oder ihm Hörner aufsetzen. Das hätte ich mir als Max Höno nie erlauben können. Aber auch diese Narrenfreiheit, die hat natürlich ihre Grenzen. Ich bezeichne das immer so ungefähr wie zwischen Erotik und Pornografie. Hört man bei der Erotik zu früh auf, verschenkt man eine ganze Weile. Ganz viel. Geht man aber einen kleinen Schritt zu weit, wird es peinlich. Und auf diesem schmalen Grat muss sich ein guter Narr bewegen können. In mittelalterlichen Abbildungen sieht man oftmals
Narren in direktem Zusammenhang mit ihrem Herrscher. Warum ist das so? Die Narren hatten aufgrund ihrer Narrenfreiheit die Möglichkeit, dem Herrscher auch mal die unbequeme Wahrheit sagen zu dürfen. Es war aber nicht nur so, dass die weltlichen Herrscher sich Narren hielten, sondern auch der Klerus hielt sich oftmals Narren. Sie waren nicht nur Berater ihrer Fürsten, sondern auch Unterhalter und eine stete Mahnung an die Vergänglichkeit. Man sieht immer wieder, dass der Narr auf den Tod hinweist. Und mit dem Satz Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist, haben sie ihre Herrscher immer daran erinnert, dass nach ihrem Tod all ihre Macht und all ihr Reichtum ihnen nichts mehr nützt. Deswegen war der Narr nicht nur ein Berater und Unterhalter, sondern auch eine stetige Mahnung an die Vergänglichkeit eines Irdischen. Bei dieser Abbildung von der Ständetreppe sehen wir zum einen die Hierarchie der weltlichen Herrscher und der geistlichen Herrscher. Außerhalb dieser Stände steht zum einen links das Kind und auf der rechten Seite der Narr, der auf den Tod hinweist. Denn der Tod war eine stetige Größe. Daraus leitet sich auch der Satz ab, Kinder und Narren sprechen die Wahrheit. Das Kind nimmt im Laufe seines Lebens nicht nur an Alter, sondern auch an Weisheit zu. Wogegen der Narr Zeit seines Lebens ein dummer Tor bleibt. Das ist auf dieser Ständetreppe zu sehen. Dieser Hinweis auf die Vergänglichkeit ist auch eine ständige Größe gewesen, weil Leben und Sterben gehören zusammen, wie Sonne und Mond, wie Himmel und Hölle, wie Weisheit und Torheit. Man kann das eine nicht werten, wenn man das andere nicht kennt. Ein guter Freund hat mal gesagt, es gibt ein chinesisches Sprichwort, das heißt so schön, erst das Gegenteil formt die Einheit. Somit ist auch wichtig, dass neben dem weisen und gerechten Herrscher immer der dumme und triebhafte Narr beide gleichzeitig abgebildet werden. Das erklärt, dass die beiden sich brauchen, um eine Einheit zu bilden. Ein Quell des Wissens zum Thema Narren und Narrensymbolik war für mich Werner Metzger mit seinen vielen Informationen und seinen Büchern. Lieber Werner, ganz, ganz herzlichen Dank für deine tolle Vorarbeit. Was auch faszinierend ist, das sind die Attribute, die ein Narr trägt. Da ist zum einen das Eselsohr und das Eselsohr weist auf den Esel hin. Das ist das Tier des Narren. Aus dem Grunde, weil der Esel gilt als stur, als eigensinnig und als triebgesteuert. Das sind genau die guten Eigenschaften eines Narren. Ein weiteres Attribut sind die Schellen. Die Schelle ist das Symbol der Dummheit, weil nämlich in dem Schädel das Gehirn zum sogenannten Narrenstein zusammengeschrumpft ist und der scheppert in diesem hohlen Schädel hin und her wie in einer Schelle. Deswegen trägt der Narr Schellen und keine Glocken. Ein weiteres Attribut sind natürlich die bunte Kleidung und die Schnabelschuhe. Das wichtigste Attribut eines Narren ist natürlich sein Narrenzepter, die Marotte. Das närrische Pendant zum Zepter des Herrschers. Und diese Marotte zeigt in späteren Zeiten oftmals das geschnitzte Gesicht des Narren selbst. Weil das ist nämlich ein Grund, weshalb der Narr offen gegen die Kirche sich auflehnt. In vielen Abbildungen vom 52. Psalm, in dem großen Initial, dem D, oben sehen wir, wie der Narr sich bewusst von König David abwendet. Und dieser Psalm beginnt mit den Worten Dixit incipiens in corde suo, non est Deus. Die Toren oder die Narren sagen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Für den Narren gibt es keinen Gott. Deshalb er lehnt sich mit dieser Marotte durch seine Eitelkeit, die er offen zur Schau trägt,
offen gegen die, er lehnt sich gegen die Kirche auf. Er akzeptiert die Kirche mit ihren Doktrinen nicht. Die Eitelkeit gilt in der katholischen Kirche als Sünde. Und der Narr demonstriert damit ganz offensichtlich, dass er die Kirche nicht akzeptiert. Und ein guter Narrenspruch sagt auch, sprich, ohne zu sagen, was andere nicht wagen. Denke mehr, als du zeigst, und wisse wohl, wann du schweigst. 1995 haben wir mit dem Verein Kramer, Zunft und Kurzweil eine dreiwöchige Tournee durch Taiwan gemacht. Da entstand genau dieses wunderbare Bild, wo die Taiwanesen alle ihre Zunge ausstrecken, aber wir drei Narren eben nicht. Und das hat so Spaß gemacht, weil meine beiden Narrenkollegen, Narrenkai und Ede Ball, versucht haben, mit den Leuten in Englisch zu kommunizieren. Das hat nicht funktioniert, das wollten die nicht verstehen. Ohne Sprache ist es mir in 3 Minuten genau gelungen, ihnen das zu zeigen, was wir möchten. 1, 2, 3, wir strecken alle die Zunge aus. Wir waren natürlich informiert, wir drei hier vorne machen es nicht. Es war eine schöne Zeit. 1998 sind wir mit der Kieler Hanse Kogge nach Visby auf Gotland gesegelt. Wir waren 3 Wochen unterwegs. Das war einfach ein Versuch, ähnlich wie wir es mit der Gruppe Nobilitas gemacht haben, wo wir mit einem Tross, mit Pferde, Wagen, Fußvolk eine Woche unterwegs waren, um einmal auszuprobieren, wie funktionierte so ein Tross überhaupt. Und diesen Alltag haben wir auch auf einem Schiff erlebt, und zwar mit Mitgliedern von der Mittelaltergruppe Nobilitas und von Hadu Wolfs Ars Militia. Wir waren 32 Leute auf dem Schiff und das 3 Wochen lang. Man kann sich nicht aus dem Weg gehen, man ist aufeinander angewiesen. Es war eine interessante Erfahrung, was so in 3 Wochen sich so an gruppendynamischen Prozessen so abspielt auf so einem engen Schiff. Eine gute Erfahrung ist auch, wenn sich 2 junge Leute treffen und wissen wollen, ob sie miteinander auskommen. Entweder sie gehen 14 Tage auf ein Schiff oder sie kaufen sich einen VW-Bus und sind 14 Tage mit dem VW-Bus unterwegs. Dann wissen sie, ob sie miteinander auskommen können. Und wir haben es auch gewusst. 3 Leute waren dabei auf dem Schiff, die wir am liebsten über Bord geschmissen hätten. Aber ansonsten hat es halt wirklich viel, viel Spaß gemacht. Wichtig für mich als Narr war natürlich auch die jahrelange Zusammenarbeit mit dem Südwestfunk in Mainz. Anfang der 2000er Jahre habe ich jemanden vom Südwestfunk kennengelernt und da habe ich 3 Jahre lang in dem Städtespiel Spaß auf der Gras als Till Eulenspiegel die jeweiligen Städte vorgestellt in einem 3-minütigen Stadtporträt, die an diesem Städtespiel teilgenommen haben. Das war natürlich nicht als Pantomime möglich, sondern dann musste ich auch sprechen. Als diese Sendung auslief, habe ich mit meinem Regisseur damals eine eigene Sendereihe entwickelt, und zwar die Burg- und Schlossgeschichten. Es sind 12 Filme entstanden über 12 Schlösser und Burgen im Südwesten, wo ich mit meinem Fürsten, mit Fürst Heinrich, als Narr aus einem großen Bilderrahmen herausgestiegen bin, in eine Burg oder ein Schloss in der Jetztzeit. Und wir haben aus unserem Verständnis heraus überlegt, was ist heute eigentlich aus unseren Burgen geworden? Elender Narr, ich will heraus und zwar sofort! Großer Fürst wie ihr wird doch wohl noch ein paar Treppenstufen schaffen. Jawohl, ein Fürst, doch beim Galgen meiner Zeit hätte niemand es gewagt, mir zuzumuten, auf meinen eigenen Füßen einen Turm hinaufzusteigen und dabei vor Erschöpfung zu sterben. Ach, ihr tut mir ja so leid. Aber ihr seid ein Geist und könnt beim besten Willen nicht mehr vor Erschöpfung sterben. Ach. Ich rede nicht von der Hülle, Max. Ich rede vom Adel, von Werten. Und so gehen sie dahin. Ach, wie soll ein Possenreißer das verstehen? Warum so schwermütig? Wir haben uns doch auch mal von der Welt gemacht. Und geistern durch die Zeiten. Und müssen erleben, was aus ihr geworden ist.
Dir mag sie ja gefallen, denn meinesgleichen gibt es ja nicht mehr. Heute ist die Welt voller Narren. Das war sie immer schon. Ach, keine Spitzfindigkeiten. Und dann dieses Schloss. Hier ist meine Zeit noch so lebendig. Nur wir sind nicht mehr da. Da soll man nicht melancholisch werden. Oh, oh. Wieder einer seiner dunklen Tage. Es gibt mal wieder ein hartes Stück Arbeit für einen wie mich. Es war ein interessantes Zusammenspiel aus Spielszenen, die wir mit Nobilitas und Ars Militia sehr gut gestalten können, weil wir hatten Pferde, wir hatten Ausrüstung, wir hatten Zelte, wir hatten Waffen, wir hatten Kleidung, wir hatten alles da. Der Südwestfunk brauchte sich nicht um Requisiten zu kümmern. Es hat 3 Jahre lang unheimlich Spaß gemacht und diese Burg- und Schlossgeschichten sind heute noch, also einige zumindest davon sind heute noch bei YouTube, kann man sich heute noch ansehen. In einer weiteren Fernsehsendung vom ZDF, und zwar bei Bares für Rares, habe ich den Horst Lichter damals unheimlich verblüfft, als er mich fragte, und was machen Sie sonst noch? Ich sage, ja, ich bin Hofnarr mit Steuernummer beim Finanzamt. Es hat 2 Sekunden gedauert, bis Horst sich wieder eingekriegt hat. Es war jedenfalls eine nette Überraschung. Es hat Spaß gemacht beim Horst. Vor kurzem hatte ich noch eine kleine Sendung bei der Aktuellen Stunde im WDR Köln über meine Bumerangs. Weil ich biete ja auch über die Volkshochschulen Kurse an zum Thema Bumerangs bauen, werfen und fangen. Was man heute sieht, ist mein eigenes Fotostudio. Außerdem biete ich natürlich über verschiedene Volkshochschulen seit längerem schon Kurse an über verschiedene Sachbereiche der Fotografie. Und ich biete Kurse an zum Thema Bogenbau. Bogen bauen und Bogenschießen. Außerdem biete ich seit vielen Jahren Kurse an zum Thema Didgeridoo. Didgeridoo, das australische Urinstrument der Aborigines, wo man im Prinzip nur einen Ton spielen kann, aber darüber unheimlich viele Modulationsmöglichkeiten hat. Das Wichtige beim Didgeridoo-Spielen ist, dass man mit der sogenannten Zirkularatmung wirklich minutenlang spielen kann, ohne Luft zu holen. Die Kombination ist, ich hole durch die Nase Luft und blase mit dem Mund die Luft aus und kann damit einen endlosen Luftstrom erzeugen. In einem Kurs kam mal ein Amerikaner in meinen Kurs mit einem Alphorn, 3 Meter lang aus Carbon. Und der wollte unbedingt Zirkularatmung bei mir lernen. Im Nachhinein habe ich mal gemerkt, wer das war. Das war Park Stickney. Park Stickney ist einer der amerikanischen, der großen Harfenisten aus Amerika. Und wir haben hier ein nettes kleines Foto mit Park hinterher gemacht. Wenn ich so zurückdenke in meinem Leben, ich habe eigentlich alle meine Wünsche von der To-Do-Liste abgearbeitet. Das Einzige, was ich noch gerne mal machen würde, wäre eine schnelle Runde mit Niki Schelle mit einem Auto mit über 500 PS auf einer Rennstrecke. Das werde ich mir auch irgendwann noch mal gönnen. Ich werde Niki anschreiben, vielleicht macht er das ja mal mit mir. Musik